hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Folgende Situation, ich habe hier zwei Laptops und ich möchte eine SSH-Verbindung von Laptop 1 zu Laptop 2 machen, beziehungsweise das ist Laptop 1 und das ist Laptop 2. Das wird quasi jetzt mein Server, den habe ich auch schon schlauerweise Server genannt. Ja, und das ist mein Produktiv-Laptop, ein Tuxedo halt eben. Ja, und von diesem möchte ich dementsprechend auf dem Server zugreifen. Hier ist Ubuntu 22.10 installiert. Ich logge mich ein. So, der Rechner ist hochgefahren und ich melde mich per OBS wieder. So, jetzt melde ich mich jetzt hier gerade von meinem Server. Ja, ich muss die Aufnahme nochmal neu machen, da ich den verkehrten Bildschirm gerade aufgenommen habe. Okay, wie dem auch sei, viel muss ich an dem Server jetzt nicht installieren. Ich kann euch noch mal ganz kurz zeigen, was man installieren muss. Man muss auf jeden Fall ein bisschen größer per sudo apt-install ssh, das brauchen wir auf jeden Fall. Da sagt er mir natürlich schon an, dass ich die neueste Version installiert habe, weil ich es gerade getan habe. Und was brauchen wir noch? Remina mit Doppel-M. Ja, und da ist auch schon die neueste Version direkt installiert. Gut, was muss man noch machen als Vorbereitung? Man muss zum Beispiel die Freigaben geben oder vergeben. Nehmen wir einfach mal ein Freigabe. So, wichtig ist, dass hier, ich mach das mal eben, genau, dass hier unter Freigabe der Haken aktiv ist. Und jetzt muss man darauf achten, dass hier bei Bildschirmfreigabe muss man einmal reinklicken. Hier muss man alles freigeben, hier einen Haken setzen, dann einmal hier drauf klicken, auf Passwort verlangen. Standardmäßig müsste der hier oben stehen. Stellt den einfach auf Passwort verlangen. Dann könnt ihr hier wieder rausgehen. Medienfreigabe würde ich dementsprechend auch alles aktivieren. Netzwerke, Kabel verbunden. Entfernte Anmeldung. Hier mache ich auch mal einen Haken dran. So, das war's. So, was haben wir gemacht? SSH installiert, Remina installiert, beziehungsweise ist glaube ich schon installiert. Und die Freigaben habe ich erteilt. Was müssen wir machen? Das war's. Für Step Number One sollte das auf jeden Fall erstmal reichen, um eine einfache Verbindung aufzubauen. Passt das jetzt schon? Ja, ich würde sagen, ich melde mich jetzt von meinem Hauptrechner jetzt wieder. Und simsalabim, jetzt befinden wir uns auf dem anderen Rechner, also auf dem Hauptrechner, von dem ich den Zugriff auch starten möchte. Auch hier gilt genau das Gleiche. Wir öffnen das Terminal. Geben auch wieder ein sudo apt-get install. Was haben wir gesagt? SSH brauchen wir und remina. Schicken das Ganze ab und warten darauf, bis es installiert ist. Oh Wunder, es ist schon installiert. Das hätten wir auch erledigt. Und schon kann ich beginnen mit einer SSH-Verbindung. So, was brauchen wir da jetzt für einen Befehl? Beide Rechner sind natürlich mit dem Internet verbunden, im gleichen Netzwerk. Beide Rechner sind an, hochgefahren, Freigabe habe ich erstellt. So, jetzt brauche ich natürlich die IP-Adresse, das zeige ich euch mal eben an dem Rechner, wie man die IP-Adresse herausfindet. Am besten einmal über Netzwerk gehen, über WLAN oder LAN, je nachdem, wo ihr gerade drin seid. Dann über die Einstellung, dann über das Zahnrad hier. Und dann steht hier die IP-Adresse eures Rechners. Von meinem Hauptrechner wäre es die 63 und von meinem Server, auf den ich jetzt gleich zugreifen will, ist es die 54. Das habe ich gerade vergessen euch zu zeigen, aber das könnt ihr euch ja denken, das ist genau 1:1 gleich. Egal ob per LAN-Kabel oder WLAN, funktioniert das genauso. So, das wissen wir. Einmal die 63, die ist in dem Fall uninteressant. Das wäre jetzt hier unser Rechner. Und wir brauchen die Adresse von dem, auf den wir zugreifen möchten. Dazu geben wir ein. Einmal so wie der Rechner heißt. Den Namen müsst ihr natürlich auch wissen. Das ist der Server 99.
Ihr könnt den Namen nehmen, wenn ihr euch einloggt, wird euch ein Name angezeigt, worauf ihr zugreifen wollt. Die 192, 168, 178 ist immer gleich. Interessant sind immer nur die letzten beiden Ziffern. In dem Fall kann ich das jetzt hier übernehmen. Ja, ich drücke einfach Enter. Und ich sollte natürlich davor schreiben SSH. Jetzt ist ganz wichtig, dass ihr in dem Fall Yes eingebt. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass so eine Art Sicherheitsschlüssel wird jetzt abgelegt auf diesem Rechner hier, auf dem wir uns gerade befinden, dass ihr dann quasi berechtigt seid, auf den anderen Server zuzugreifen. Drückt ihr dann Yes. Er fragt nach dem Passwort. Das solltet ihr natürlich kennen. Und zwar das Passwort von dem Server. Und schon seht ihr unten jetzt hier an der Anschrift, bin ich mit dem Server verbunden. Und kann dann ganz normal, ich mache mal eben jetzt hier Ctrl-L, wenn man besser was seht, wenn ich jetzt hier ls eingebe, sehe ich die Dateien, die auf dem Server drauf sind. Das war alles. Wenn man das Ganze ein bisschen komfortabler haben möchte, kann man das Ganze dann auch mit dem Nautilus machen. Und das geht folgendermaßen. Ihr klickt hier auf andere Orte. So, und zwar gebt ihr dann hier unten folgendes ein. SSH, Doppelpunkt, Schrägstrich, dann den Namen des Rechners, in dem Fall Server 99, at IP-Adresse. Das wäre in dem Fall, also das ist die lokale IP-Adresse. Ne? Ganz wichtig, 192, 168, 178, in dem Fall 54. Und dann einmal auf Verbinden klicken. Jetzt fragt er euch wieder nach einem Passwort. Das geben wir dann ein. Den Haken würde ich hier immer aktivieren. Sonst muss man das Passwort jedes Mal eingeben. Kann man machen, aber ich finde es schöner so. Und schon wäre ich auch mit dem Server verbunden. Ganz bequem über den Nautilus. Und dann kann man sich den hier noch als Lesezeichen hinzufügen. Ja, dass man halt eben immer einen direkten, schnellen Zugriff drauf hat. Ja, und kann zum Beispiel jetzt hier, das ist gerade OBS, könnte ich jetzt zum Beispiel abspielen. Das wäre die Aufnahme. So, hier wäre beziehungsweise meine erste Aufnahme, die ich versucht habe, um den Server zu machen und kann ihn dementsprechend aufrufen. Das alles ist möglich. So, das war jetzt Step Nummer 1 und jetzt bei der nächsten Gelegenheit versuchen wir sofort Step Nummer 2, das Ganze mit Reminder. Reminder, wir starten es. So, ich klicke hier auf Neu. Dann sage ich ihm Bezeichnung. Ja, meine Maus hakelt hier so ein bisschen. Ich gebe hier einen Server 99. Das lasse ich auf RDP. Name ist Server 99. Benutzername wäre der Benutzername von dem Server. Der ist ja auch Server 99. Und das Passwort von dem Server gebe ich jetzt hier auch ein. So, auf was muss ich noch achten? Ich muss mal ganz kurz gucken, was haben wir hier zur Auswahl? Sanften Bildlauf deaktivieren. Ja, falls es ein bisschen hakelt, das ganze Bild, dann kann man sich hierbei noch so ein bisschen unterstützen. Gegebenenfalls kann man hier sich auch noch mal so ein bisschen durchwühlen. Wichtig wäre noch Auflösung des Klienten verwenden, weil das hat den Vorteil, dass man dann gleich sofort eine passende Auflösung hat. Und das lassen wir auf automatisch. Ich sage ihm Speichern und Verbinden. Ja, Fingerdruck, Zertifikat akzeptieren. Jo. Verbindung mit Server funktioniert scheinbar nicht. Ne, das müsste schon längst da sein. Wir machen mal schließen. Wir gehen hier nochmal rein. Rechte Maustaste, bearbeiten. Ach, das kann ja auch nicht funktionieren. Hier muss die IP-Adresse rein. Muss ich den Namen rein. So, die 54 haben wir gesagt, ne? So, versuchen wir es nochmal. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es scheint nicht zu funktionieren.
schließen. Aus irgendwelchen Gründen ging das jetzt nicht. Das kann natürlich sein, dass jetzt noch irgendwo WLAN aktiv ist. Ich schaue mal eben nach unter Einstellung. Gehe rüber auf Info. Hier habe ich X11. Das passt. Das gleiche mache ich jetzt mit dem Server auch. So, jetzt bin ich wieder auf meinem Server drauf. Jetzt weiß ich auch, glaube ich, wo der Fehler lag, warum es gerade jetzt hier nicht funktioniert. Ich bin davon ausgegangen, dass irgendwie mein Passwort das ist, womit ich mich hier einlogge. Ich bin mal hier auf Auge gegangen und jetzt ist hier so ein kryptisches Passwort. Und ich muss natürlich das Passwort eingeben, mit dem ich auch arbeiten kann. So, ich habe das Passwort jetzt mal aktualisiert. Und jetzt versuche ich mich nochmal einzuloggen. So, ich bin wieder auf meinem Hauptrechner. Ich öffne nochmal Remina. Und versuche per Doppelklick mit den gleichen Einstellungen erneut eine Verbindung herzustellen. Und siehe da, es hat funktioniert. Okay, wir haben das aus irgendwelchen Gründen. Gibt es da wohl eine Änderung? Weil so habe ich das Ganze nämlich nicht in Erinnerung. Dass man halt eben das so machen muss. Wichtig ist hier bei der Freigabe, Bildschirmfreigabe, hier unten das Passwort einzugeben. Wie gesagt, da hier schon lauter Punkte waren, bin ich davon ausgegangen, das ist mein Login-Passwort. Nein, ist es nicht. Das ist irgendein wildes Passwort, was Ubuntu selbst kreiert. Da muss man definitiv drauf achten. Und dann klappt das auch mit dem Server. Ja, ich melde mich jetzt hier nochmal ganz kurz von meinem Handy aus. Also sieht das jetzt hier aus. Das ist mein Server. Genau, ich kann hier ja nochmal ganz kurz rausgehen. Wenn ich jetzt hier auf Verbinden klicke, bin ich hier drin. Und wenn ich jetzt hier drüber ein Menü öffne, ist klar, kommt natürlich am Server etwas verzögert an. Aber man kann jetzt dementsprechend jetzt hier den Computer dann ja fernwarten oder wie man es auch immer nennen soll. Ne, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Film abspiele, zum Beispiel. Ja, ich denke mal, das wird es auch gewesen sein. Man kann das Ganze hier natürlich auch noch auf Vollbildmodus stellen. Da muss ich mal selber erstmal gucken. Entweder Alt-Enter. Alt-Enter geht nicht. Anderen Modus. Ach hier unten. Hier haben wir Vollbildmodus. Ja, wie bei einer virtuellen Maschine ist jetzt hier oben so eine Leiste. Und ja, man hat jetzt hier einen richtigen tollen Fernzugriff und kann den Rechner dementsprechend ja fernsteuern, ne? Und Programme installieren, Programme ausführen, Videos schneiden, was man auch immer da machen will. Braucht man natürlich eine mega schnelle Internetverbindung, keine Frage. Aber das müsste alles funktionieren. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!